4 Jahren dreimal bei Vorbereitung bei Django und deswegen haben wir gedacht, das muss was anderes sein. Und es hat sich auch gezeigt, dass das Interesse an Django das ein bisschen so Mainstream geworden ist, quasi nicht mehr so groß war wie zu Beginn vor einigen Jahren. Also deswegen Flask. Ich bin ursprünglich Elektrotechniker, habe aber schon seit ewigen Zeiten mit Software und vor allem mit Linux zu tun. Ich bin vor kurzem draufgekommen, dieses Jahr sind es 20 Jahre, seitdem ich Linux verwende. Irgendwann hat mir mein Cousin erzählt, es gibt ein cooles neues Betriebssystem von einem coolen Typen in Finnland gemacht, das heißt Linux. Auch wenn der Laptop nicht immer funktioniert, wenn es Probleme macht, finde ich, dass es eine gute Alternative ist, für dieses Ding ist. Und so hat man im Prinzip alles mit Flask bekommen. Weil die Seite, die der Typ gemacht hat, zum Präsentieren von der von Framework, den er genannt hat, das damals hat das Python.js. Und deswegen die Idee, dass es alles in einem Fall ist. Man macht einen Import, den einen Import, und da hat man alles drin, was man braucht. Und das war seine Prämisse, es geht mit einem Fall und das Ding kann alles. Natürlich gibt es ein paar Tricks, die wir erzählen, und er hat das auch gemacht, als ein QuickTime-Video, ein Screencast, veröffentlicht hat. Das zeigt, wie man in 5 Minuten eine Blockseite machen kann mit seinem Framework. Das Ziel. Wie gesagt, ich war in der Bridge-Shirt im Jahr 2010. Das ist die Word-Shirt nach wie vor. Der Trick, damit das funktioniert, dass das ein Import, ein File war, das ist ein riesiges File, ein File, der Base64 encodierte Zip drin hat. In dem Zip sind die zwei Sachen drinnen, das Jinja, das ist die Template-Engine, und Werkzeug, das ist die Routing-Engine für WGI, also für Web-Services. Deswegen hat es funktioniert mit einem Teil. Und eben diese 5-Minuten-Blockcast, wie es tausend auf dem Web gibt, wie man eine Blockseite macht, also einen Blog macht, mit Framework X. Und eins von den Sachen, die er gelernt hat, und von dieser Idee, die eben aus der Flask entstanden ist, nachher 2011 bei einer Präsentation, hat er gesagt, Marketing beats Quality. Also es war nichts Neues da, es war nichts Spektakuläres, aber es war super vermarktet, wie das funktioniert und wie das dargestellt wird. Und wie es jetzt ist, Flask hat inzwischen Version 0.10 erreicht, funktioniert für Python 6.7 und Python 3, hat 2000 Zeilen Code, doppelt so viel Test drinnen, über 40 Extensions, ich probiere das zu zählen, aber das ist nicht so einfach, weil es gibt ja quasi offizielle Extensions und es gibt dann andere Extensions, die nicht aufgelistet sind. Die Dokumentation ist sehr, sehr, sehr schön. Das trifft auch bei Django zum Beispiel zu, dass es die Dokumentation sehr ausführlich ist und sehr genau alles beschreibt, wie man das macht. Aber das ist bei Flask genauso. Also das Framework hat wesentlich wenig Batterien, wie man sagt, mit verpackt. Also fehlt wenige Sachen drin, aber es ist alles dokumentiert, wie man macht. Und das Design ist auch sehr, sehr gut dokumentiert und sehr schön zum Lesen. Die Webseite auf GitHub hat, wie gesagt, 2000 Forks, ein bisschen mehr im Moment. Und es entwickelt sich weiter. Es ist zwar die letzte Version, ist über ein halbes Jahr alt, aber es funktioniert und es sind einige Sachen noch im Neuen entstehen. Wie schaut eine Applikation Flask aus? Wie man sieht, da ist das sehr, sehr einfach. Man importiert einfach das Flask-Modul, sagt einfach, was man eine Applikation haben will, und dass die Applikation auf die Route / antworten soll mit Hello World. Wenn man das da hätten ausführt, dann hat man
sehr viel nachgeladen, sehr viel erzeugt, aber das funktioniert dann so. Und genauso, wie es da funktioniert, kann man definieren, kann man, wie wir nachher sehen, kann man definieren, dass diese Route für die Methode HTTP POST oder GET oder DELETE funktioniert oder nur für die funktioniert. Man kann auf die Inhalte, die man von Request bekommt, zugreifen. Man kann Cookies setzen, Cookies lesen. Man kann Session, in die Session schreiben, in die Session löschen, also Session lesen und sozusagen. Man will das alles sehen. Und das ohne dass man extra etwas braucht. Das ist zum Beispiel die Aufnahme. Man kann eben sagen, okay, auf Hello wird er mit dem Text antworten und auf den Flash mit einem anderen Text. Das ist so einfach. Man könnte natürlich auch überschreiben, man könnte auch sagen, auf zwei, drei verschiedene Routen wird die Methode zugreifen. Man kann auch mit dieser einfachen Notation sagen, dass es eine Variable gibt, in dem Fall Username, nach dem slash user, und dass man auf die mit einer bestimmten Methode geantwortet wird. Man kann auch einen Typ angeben, der die Variable haben soll, und dann wird es konvertiert in den Typ. Und dann funktioniert das gut. Also wenn wer andere probiert, so post slash einen Text einschreibt und in den Request, dann wird die Route nicht gefunden und gibt es einen Fehler. Wie ich schon gesagt habe, man kann definieren, dass die Methode auf bestimmten HTTP-Methoden reagiert, in dem Fall auf GET und POST reagiert diese Login-Methode, also die Login-Route und die Login-Methode, und man kann mit diesem Teil vom Request bestimmen, was passiert, wenn die Methode POST ist und was passiert sonst. Man kann das auch beliebig spielen für andere Methoden, die in HTTP definiert sind. Also man kann entweder in einer Methode diese Ifs machen und sagen, okay, wenn es Post ist, dann wird das der Teil ausgeführt, und wenn das andere ist, wird es andere ausgeführt, oder man kann das alles behandeln, keine Ahnung, wie man das machen will. Das ist dann ein Vorbehalt, wie man das behandeln will. Was Flask vom Anfang an mitbringt, das sind die Templates, die basieren auf Jinja 2, das ist eine Template Engine, die auf Python auf der Basis, also sehr viele Ähnlichkeiten mit der von Django hat. Und man kann Templates vererben, man kann in Templates überschreiben und man kann sehr viele Sachen damit machen mit den Templates. Man kann da sein, zum Beispiel, wenn man definiert, dass die Route, dass die Methode auf zwei Routen antwortet, auf Hello ohne Param, ohne irgendwas, und auf Hello mit einem Namen, und wenn es keinen Namen gibt, dann wird Known genommen für den Name, und es wird dann der Template gerendert. Und der Template schaut dann so aus, dass es im Prinzip ganz normal, wie es bei Django ist oder wie es bei Jinja 2 ist. Wenn die Variable Name definiert ist, dann gebe ich den Wert von der Variable, sonst gebe ich einen anderen Text aus. Das ist dann das Einfachste. Wenn zum Beispiel. So, wenn wir jetzt dann zum Beispiel auf Sachen zugreifen will, die in meinem Request mitgeliefert werden, zum Beispiel eine Form, Tabkeys, die im HTML, der als Form encodiert wird, im HTTP-Request mitgeschickt wird, dann kann ich das über sehr einfache Teil vom Request zugreifen. Man kann auf den Form zugreifen, und das sind dann die Key-Value-Paare, das sind die Username und dann Passwort. Also im Gesamten mache ich so, dass
wenn ich die Methode, wenn ich den Request als Post-Request bekomme, dann mache ich den Teil, dann versuche ich den Login zu validieren und logge den User ein, in dem Fall. Wenn der nicht validiert, dann gebe ich einen Fehler aus und sonst mache ich immer ein Gründer von meinem Interesse. Die Antwort auf einen Get-Request. Dann so mit diesem Request-Objekt auch auf die Cookies zugreifen, die man setzen kann. Und man kann die Cookies natürlich auch setzen. Wenn man zum Beispiel was in die Cookies speichern will, dann machen wir Set Cookie und fertig. Und dann liefert man die Antwort zurück, die man sonst liefern würde. Und wenn man dann was aus der Cookie lesen will, dann machen wir Get. Ganz elegant wäre natürlich dazu sagen, okay, Get, Username und irgendwann die Default-Wert mitgeben für die Abfrage. Also für die Frage, wenn der Wert nicht definiert ist, dass der irgendeinen Wert erhält. Was im Flask auch schon drinnen ist, das ist das Redirect, dass man nach einem zum Beispiel Login oder nach einem Login versucht, weiterleitet oder weiterreicht quasi. Und dafür gibt es da die Methode wohl vor und dann sucht das Flask dann dafür das, die passende Route dazu und dann schickt mir dann dorthin, wo ich dann zum Beispiel ein Login oder was machen will. Man kann auch in dem Fall, wenn es dann Fehler gibt, dann mit 401 zum Beispiel einen Fehler abbrechen und fertig. Oder man kann auch im Return den Code mitgeben. Das gibt es auch als Möglichkeit, die Sachen rauszuholen. JSON ist von Anfang an mit dabei. Es enthält das Simple JSON drinnen. Und man sieht da zum Beispiel, etwas als JSON auszugeben ist nichts als JSON-Fi aufzurufen und dann die Elemente, die man JSON-Dictionary enthalten soll. Was da ist zum Beispiel das Datetime Now, das zeigt ein Datetime-Objekt in Python. Und wenn man ein Datetime-Objekt mit diesem JSON-Fi serialisiert als JSON, dann wird das passendes JSON, also das passendes Date-Format ausgegeben. Wie ist JSON erwartet? Wie ist ein Spec, also Generalist. Funktioniert und das ist so einfach, kann man Sachen auch rausgeben. Und wenn man zum Beispiel bei JSON-Fi ein Array mitgibt, dann macht er automatisch, wenn man zum Beispiel eine Liste oder eine Liste auch rausgibt, dann macht er daraus eine JSON-Liste, also JSON-Array und macht dann mit dem ein Objekt dazu. Extensions, wie ich schon gesagt habe, gibt es genug, weil das ist ja im Prinzip vom Flask, dass Sachen, die einfach sein sollen, einfach sein sollen. Also das alles, was zusätzlich Komplexität bringt, wird nicht mitgeliefert. Erstes Beispiel ist das OEM-Zeug, das ist nicht dabei, es ist kein OEM dabei. Man kann natürlich aber zugreifen auf GraphQL, SQL Alchemy und ich glaube, das gibt es für ZDB und für andere. Für MongoDB gibt es auch NEPA und alle anderen Sachen sind nicht dabei. Also wie gesagt, das ist das Rest dabei, JSON ist dabei, Unicode ist dabei, aber alles andere, wie zum Beispiel das Bcrypt zum Erzeugen und Speichern von Derivated Keys, also man will nicht das Passwort speichern irgendwie auch nicht als MD5 oder als SHA-1, sondern als Derivated Key speichern, das ist dann im Bcrypt dabei. Web ist zum Übersetzen von der Applikation selbst zum Beispiel und Genji ist für andere Templates. Script ist dafür da, dass man zum Beispiel haben will, dass es regelmäßige Tasks gibt in meiner Web-Applikation, die ablaufen werden. Und damit kann man das machen, man kann beschreiben, man kann quasi
drauf zugreifen auf die Sachen, die die Web-Applikation sieht, auf den Content von der Web-Applikation, wie zum Beispiel jede Nacht irgendwelche Teilnehmer aktualisiert werden müssen, um Mails drauf zu schicken, dann kann man zum Beispiel mit Script machen, dass das Script quasi regelmäßig aufgerufen wird und regelmäßig läuft. SQL Alchemy ist ein sehr schönes Mapping-Tool oder Framework für Python. Und das ist eins der schöneren Sachen, die es für die schönsten Sachen, die es für Flask gibt. Man kann damit sehr, sehr elegant die Modelle definieren und Relationen bilden und auch sehr elegant erzeugen die Objekte, die für Python sichtbar sind. PDF, das sind Flask PDF, das sind für Forms. Es gibt also sehr einfache Helper-Funktionen und sehr schöne Funktionen zum Erzeugen von Forms und auch Klassen zum Erzeugen von Forms, also das, auf das dann zugreifen kann, wenn man will. Also wenn man zum Beispiel das braucht. Das ist nicht dabei, also sonst ist es nicht dabei, sonst kann man das selbst zu Fuß quasi machen oder mit PDF dann erbauen. Und nachdem ich nicht mehr viel Zeit habe, glaube ich, passt das richtig gut. Ja. Es ist die Webseite von Armin Ronacher, das ist ein Österreicher, der jetzt in London, glaube ich, arbeitet. Das ist ein sehr, sehr schlau. Wenn man sich den Code von Flask anschaut, dann kommt man drauf, das ist wirklich sehr elegant, weil er sehr viel nachgedacht hat. Er hat nicht lange darüber nachgedacht und immer wieder Code produziert, der vielleicht sich aufgelassen hat, sondern er hat nicht nachgedacht und das alles reduziert bis zum Geld nicht mehr, bis es passt. Das sind wirklich sehr schöne Artikel von ihm drin und es sind auch sehr viele Präsentationen von ihm drin. Er hat sehr viel über Flask auch erzählt, also wie es entstanden ist aus dem April-Scherz, wie es jetzt im Moment funktioniert. Eine schöne Applikation, die mit Flask gemacht ist, ist die Das ist der Best Response Service von Kenneth Reitz. Der Code ist auf GitHub zu sehen und das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn man schnell Webservice ausprobieren will, ob man Webservice richtig anspricht und mit Post und Request und all möglichen Sachen, das ist eine sehr empfehlenswerte Seite. Die Webseite von Flask. Es gibt einen sogenannten Mega-Tutorial von Miguel Grünbeck, der alles erklärt, glaube ich, in 14, 15 Teilen erklärte Sachen von Flask, der wirklich sehr gut ist und aus dem später jetzt ein Buch entstanden ist. Flask, Developer Buch. Fragen gehen natürlich noch. Ja, das ist eine gute Zeit. Danke, gibt es noch Fragen? Gibt es ein Session-Konzept? Das habe ich da nicht gesehen. Also. Ja, es gibt eine Session, das ist so ähnlich wie man mit den Cookies arbeitet. Aha. Das ist auch mit Sessions. Also man kann die Session was sehr, sehr, sehr ähnlich wie mit Cookies, in die Session was einschreibt, also Session was lesen. Wie schaut es mit der Einbindung im Webserver aus, sprich WSGI oder FastCGI oder so? Wie ist das? WSGI. Okay. Aber es gibt Anleitungen in der Dokumentation auf der Webseite und auch in dem Tutorial gibt es Anleitungen, wie man zum Beispiel andere Cloud-Services ansteckt, also wenn man die so Plattformen selbst so wie Heroku und andere.